Auf Belgiens Got Talent fanden gestern Abend auch die 140 Zuschauer im alten Schlachthof. Der Kesselsaal war bis auf den letzten Platz besetzt. Eine ideale Atmosphäre für junge Künstler, um Bühnenerfahrung zu sammeln. Ich mache meistens mit den Schülern auch so regelmäßig Konzerte, damit eben so ein bisschen Bühnenluft schnuppern, weil das Ding musikalisch drauf zu haben, ist eine Sache. Und das Emotionale auf einer Bühne kann man eben nicht im Proberaum lernen, muss man eben auf die Bühne und diese Erwartungshaltung vom Publikum spüren, um damit umgehen lernen zu können. Ich mache das schon ziemlich lange, aber es war jetzt das erste Mal, wo ich so mit eintritt, wie es jetzt hier war, und ich war überrascht, so wie das Publikum darauf reagiert hat. War echt schön. Gut fand's auch das Publikum. Erst nach 2 Zugaben wurden die 6 Nachwuchskünstler entlassen. Vorher hatten sie in verschiedenen Kombinationen sowohl eigene Kompositionen als auch bekanntere Popsongs gespielt. Seit September bereiten wir uns darauf vor. Wir haben im September auch schon so ein Privatevent gespielt und daher war das auch jetzt relativ einfach umzubauen, auch auf hier. Fellowstone hat uns angesprochen vor ein paar Monaten, können nicht mal vorbeikommen, und da wir ein paar Wochen vorher schon das Privatevent gemacht haben, haben wir gesagt, kein Problem. Haben wir ein bisschen umgebaut, ein bisschen länger gemacht und voilà, hat geklappt. Und auch den Nachwuchstalenten selbst hat der Auftritt im Schlachthof viel gebracht. Davor ist man immer ein bisschen nervös, aber ich denke mir, sobald man so auf der Bühne ist, geht die Nervosität irgendwie weg. Also man muss irgendwo auch, glaube ich, sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber wenn man einmal auf der Bühne steht, also für mich ist das ein sehr schönes Gefühl. Man fühlt sich auch irgendwie, wie soll man das beschreiben? Es ist irgendwie so eine Magie, die dann darin steckt, und das ist einfach schön. Die nächste Ausgabe von Ostbelgiens Got Talent findet am 4. Februar im Triangel in St. Veit statt.